Warning, the stunts in this movie were performed by professionals, so for your safety and the protection of those around you, do not attempt any of the stunts you're about to see. So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses, der dicke Ei, die neue Folge. Man weiß es nicht genau, eigentlich soll es eine Challenge sein, denn ich bin der Ramses, das ist der Hannes. Moin. Ich gucke am Montag bei Chill mit Ramses ja immer mal verschiedene Kanäle an. Ab und zu ist auch der Kanal It's Time for a Challenge dabei. Ich denke mal, die gibt es gar nicht mehr, die sind bestimmt gestorben bei den gefährlichen Challenges, die die immer machen. Weil da kam seit einigen Jahren kein Video mehr. Und die haben ja immer Sachen gemacht, da greifst du dir an den Kopf, ne, ans Wurstchen ran und sagst, das können die doch gar nicht machen. Eine Challenge, die ist recht am Anfang des Kanals entstanden, aber das war die 1 Liter Ketchup Challenge. Da stand dort, dass man 1 Liter Ketchup probiert, so schnell wie möglich auszutrinken. Das war eine Papa Joe's Flasche. Dann habe ich aber irgendwie gesehen, es gibt gar keine 1 Liter Papa Joe's Flaschen und irgendwie waren die normal, klein und handlich, sah aus wie eine ganz normale 500 Milliliter Ketchupflasche Plastik zum Drücken. Deswegen habe ich mir den Hannes geholt. Wir haben uns zwei Papa Joe's Flaschen geholt, denn 2x500 Milliliter ist ja dann 1 Liter und schon haben wir doch die 1 Liter Ketchup Challenge. Pupsi ist den ganzen Tag schon am Meckern, dass er so gefährlich ist. Wir sollen wenigstens mal vorher was essen und am besten wir machen das gar nicht, hat sie gesagt. Aber ich denke, Ketchup ist ja jetzt keine scharfe Soße, ja, es ist halt Ketchup. Ketchup ist vielleicht, wenn du denkst, ein bisschen essiglastig manchmal, wenn es billiges Ketchup ist. Aber so wie ich mir das Tabasco immer reinhaue mit Branntweinessig, sehe ich das jetzt auch nicht als Problem an. Ketchup enthält viel Zucker. Aber man trinkt ja ab und zu auch mal eine Cola, da ist ja noch mehr Zucker drin, sehe ich das jetzt nicht als Problem an. Trotzdem haben die meisten gesagt, krass, Respekt hin und her. Und jetzt wollte ich schauen, ist das wirklich so schlimm? 1 Liter Ketchup oder in unserem Falle 2x500 Milliliter Ketchup, weil der ja auch nur 500 hatte. Weil es ist ja eigentlich fruchtig, es ist tomatig. Es ist vielleicht die Konsistenz, die manche eklig finden, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das jetzt schwer ist. Aber wir mit unseren Saumägen, wir haben sowieso keine Vorstellungskraft. Erstmal habe ich jetzt, ja was wolltest du sagen? Es ist ja im Prinzip, der Ketchup besteht ja eigentlich aus 99,9% aus Tomaten. Das würde ich jetzt so nicht unterstreichen. Ich wollte erst Billig-Ketchup nehmen, um Geld zu sparen, aber das ist bestimmt noch essiglastiger. Wir wollten am Original bleiben, also haben wir jetzt genau das Papa Joe's Ketchup. Die K-Wave Cola ist nur so zum Schein da, das ist für danach. Wenn man dann am Ende was trinken möchte, haut man sich dann die K-Wave Cola rein. Und damit wir vorher was im Magen haben, haben wir jetzt hier diese zwei Wurstje. Warum sage ich Wurstje? Weil da Wurstje draufsteht. Damit Pupsi beruhigt ist, haben wir gewonnen vor der Hattige Dreck. Steht auch so alles drauf. Der Hattige Dreck, Mini Salami, Wurstje. Die essen wir jetzt ganz kurz. Ja, ja. Damit wir was im Magen haben und dann machen wir uns an das Ketchup ran. Da ist jetzt nicht nochmal so eine Schutzhülle dran, wie es immer bei der Beefy ist oder bei anderen Sachen. Das ist einfach ganz normal. Jetzt wird es noch spannender, noch mehr Leute, noch mehr Zuschauer, noch mehr Unruhe, um mich aus der Fassung zu bringen. Also wir essen kurz die Wurst im Schnelldurchlauf und dann melden wir uns gleich zurück. Ich leg's mal daneben, okay. Da sieht man es dann besser. Genau. Immer dran denken, Müll wieder mitnehmen. Wir müssen den Platz so verlassen, wie wir ihn vorgefunden haben. Meistens sieht es ja aus wie Sau. Keine Ahnung, wer das ist. Wir nehmen unseren Müll immer wieder mit. Was ich beim Originalvideo hatte, es hat ziemlich lange gedauert, die Ketchupflasche zu trinken. Also immer sich in den Mund zu spritzen, runterzuschlucken, Mund zu spritzen, runterzuschlucken. Und eigentlich nach jedem Runterschlucken hat der Kollege dann auch immer einen Schluck getrunken. Also. Wir haben jetzt nichts zu trinken dabei für zwischendurch, um den Ketchup runterzuspülen. Wir wollen uns rein auf das Ketchup verlassen, nur ganz am Ende dann eben die K-Wave Cola, weil der Hannes die nicht kennt, ich zwei aufgehoben habe, weil das ist ja Zero, das ist ja gesund, deswegen gibt es die dann am Schluss. Erstmal ist hier bestimmt wieder so ein Deckel drauf. So ein Pümpel, ja. Den Pümpel machen wir ab. Den Pümpel machen wir ab. 500 Milliliter, ja. So, Pümpel ist ab. Riecht auf jeden Fall interessant. Jetzt kommt die dreckige Sonne wieder raus. Ach, kann denn nicht die Wolke zurückkommen? Oh, bitte. Irgendwas krabbelt auch am Bein. Ja. Aber wir müssen das jetzt durchziehen, damit das Video nicht so lange geht.
würde ich sagen, Hannes, Prost, viel Spaß. Wie gesagt, immer in den Mund spritzen, runterschlucken, Mund, bis die Flasche dann irgendwann leer ist. Also du den Eindruck hast, dass die leer ist. Prost, ne? Und es ging ja darum, schneller zu sein als der Typ, der das gemacht hat. Oder wenigstens es zu schaffen. Weiß ich nicht. Ich versuche das Video von ihm wieder hier unten einzublenden, mal so ein bisschen zum Vergleich. Ansonsten Prost, Hannes. Na dann Prost, ne? Und viel Spaß. Ja, glaube ich, oder? Ein bisschen noch. Ja, ein bisschen noch. Ja, ein Viertel oder so noch. Also bei mir. Meinst du, so geht das besser raus, ja? Ist weg. Eigentlich, wenn beim Drücken nichts mehr kommt, dann bist du fertig, Hannes. Dann bist du fertig. Ja, da war ich ja vorher schon fertig. Hier bitte. Alles leer. Hast du es so mal runtergeschüttelt? Jo. Das ist noch eine gute Taktik. Ansonsten müsste dann alles raus sein. Es ist ja sehr flüssig. Da habe ich nichts mehr da. Leer. Den Riss sprüht man sich nur noch auf den Mund. Ihr seht also jetzt, hier ist es richtig hell orange. Vorher war es richtig dunkelrot. Das ist eine gute Idee, das mal aufzumachen, mal hier reinzugucken. Ihr könnt den Boden sehen bei beiden. Zack, guckt euch den Boden an. Und jetzt muss ich sagen, es hat ein bisschen sehr essigartig geschmeckt. Ja, das ist okay. Aber Tabasco ist halt noch essigartiger. Kräftiger. Weil wir trotzdem oft Tabasco essen oder scharfe Soßen, fand ich jetzt nicht, dass das eklig war. Also dieses überhaupt das runterzuschlucken, war okay. Was dazu zu trinken, muss nicht sein. Hannes war wieder mal schneller, der ist immer so ein richtiger Berserker, wenn er hier so ein Ding vor sich hat und so rumdrückt, dann macht er immer. Ich bin ja die gemütliche Schiene, Hauptsache man schafft es und man kann das dann gut noch mal beschreiben. Also das war Papa Joe's Ketchup, aber irgendwie vom Geschmack her fand ich das jetzt nicht so gut. Ich glaube, Papa Joe's würde ich nicht noch mal kaufen. 2,50 Euro für die Flasche, das ist mir zu viel. Wo du den Geschmack nicht kennst, ist aber die K-Wave Cola. Die haben wir uns jetzt verdient. Nee, die kenne ich echt nicht. Nicht zum Runterspülen vom Ketchup zwischendurch, sondern zum Genießen am Ende vom Video. Und ich will nichts sagen, aber ich glaube, wir waren auf jeden Fall schneller, zügiger als das Original und haben uns auch besser angestellt. Ne? Ich werde den Kanal von It's Time for a Challenge noch weiter im Auge behalten, wenn ich noch irgendwas Interessantes sehe. Mal nachmachen, okay, die 2 Gläser Mayonnaise, die probiere ich gar nicht erst, weil das ist eklig, das ist einfach nur das blanke Fett, das ist wirklich ungesund und kacke. Das ist vielleicht auch ungesund, aber das finde ich nicht so gefährlich oder so schlimm, wie jetzt hier 2 Eimer Mayonnaise essen. So, dann probieren wir die K-Wave und sag dir mal, wie die dir schmeckt. Wow. Wow. Mein ganz eigener Geschmack, irgendwie etwas nach Vanille irgendwie schmeckt das. Vanille? Ich habe irgendwie das Gefühl, es schmeckt etwas nach Vanille. Ja gut, wenn man hinten drauf guckt, da kann man leider nichts lesen, weil da stehen ja immer nur Standardsachen. Viele sagen, es schmeckt wie so Fruchtgummis, wie eine Süßigkeit aus der Kindheit, irgendwie wie, ja, muss auch nochmal probieren. Also ich fand die beim ersten Mal probieren richtig gut, dann beim zweiten Mal habe ich gedacht, ich weiß nicht, wieso ich die beim ersten Mal so gut fand. Jetzt gerade nach dem Ketchup finde ich sie wieder mega fruchtig und erfrischend und lecker und das sind die letzten 2 Dosen, aber ich habe gesehen, die könnt ihr auch bei Amazon bestellen. Definitiv, die schmeckt mega gut. Wer die jetzt nicht bekommen hat bei McDonald's, der kann die auch bei Amazon bestellen. Und es ist eine Zero. Das ist ganz wichtig. Ich merke das Süßungsmittel gar nicht, wahrscheinlich weil ich das ganze Ketchup-Zeug jetzt
aufgesaugt habe, schmeckt das wie eine normale, richtige Cola, aber mit Fruchtgeschmack. Und du hast dieses pappige Süßungsmittel nicht hinten drin, obwohl es ja welches beinhaltet. Also die schmeckt jetzt noch besser. Trinkt immer eine Flasche Ketchup vorher, bevor ihr K-Wave Cola trinkt. Dann ist die noch fruchtiger, noch besser, noch leckerer. Ansonsten war es das jetzt von meiner Seite aus, glaube ich. Du findest sie gut, ja? Ich finde sie gut, ja. Ja, wenn es mal wieder sowas gibt, ich heb dir eine Dose auf. Jo. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Peace out, Vorhaut. Euer Ramses und euer Hannes. Pfiat's euch. Pfiat's euch, natürlich, ihr Pfurzer.